Bei Heiratsvermittlungen wird bei Männern zum Beispiel immer Aqida-Fragen gemacht, bei Frauen jedoch nicht. Und dann kommt es meistens dazu, dass Frauen an Takfiris rangelangen und diese dann auch Takfiris heiraten. Was könnt ihr diesen Geschwistern raten? Was kann man Leuten empfehlen, die sich bei bestimmten Heiratsvermittlungen anmelden und dort versuchen, einen Mann zu bekommen? Wie ist das? Es gibt Seiten, die fragen nach der Aqida der Männer, aber nicht nach der Frauen. Natürlich, uns ist bekannt, wer das macht, weil die Takfiris nicht anders an die Frauen rankommen. So versuchen sie es über diesen Weg, weil das sind genau die Leute, über die wir euch berichtet haben. Er fragt den Mann, wenn du nicht Abul Bawar zum Käfer erklärst oder zu jemand anderem, dann werden wir dich nicht aufnehmen in diese Heiratsvermittlung. Die Frau fragt er gar nicht. Deswegen, liebe Geschwister, wisst, natürlich, es ist kein Problem, wenn man heiratet, jemanden nach der Aqida zu fragen. Aber Takfir zu machen, ist das eine Sache, die hier auch damit gemeint ist? Das ist ein ganz anderes Thema. Na? Und insofern, diese Leute, Achil Karim, Wallahi, die haben keine Religion. Ihre Religion ist Ittiba al-Hawa. Das heißt einfach nur das Folgen der Gelüste. Wallahu ta'ala ala wa'ala.